zu Gast bei Ernst Ludwig Kirchner. In seinem Wohnzimmer im Wildbodenhaus malt Kirchner 1924 die ruhende Lena Brubacher. Mit leicht welligem rotblondem Haar ruht Lena auf einer Chaiselongue mit einem Kehlin bedeckt. Hinterfangen wird die Situation von einem ausladenden Wandteppich mit dem Motiv Paar mit Kind, den die seit 1922 mit Kirchner bekannte Textilkünstlerin Lise Goya am Webstuhl ausführt. Und links im Hintergrund zitiert Kirchner zudem einen der zahlreichen von ihm geschnitzten Sitzgelegenheiten, ein Stuhl mit großem Akt an der Rückenlehne. In der spürbaren Distanziertheit ist der Akt auch ein Psychogramm des Künstlers selbst und somit typisch für seine Malerei der 1920er Jahre.